Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres BayWa Feld Talks. Dieses Mal mit einer Legende, wie man sieht im Audidom. Wenn ihr das kennt, den Banner neben Steffen Hamann. Desmond Green ist heute bei uns zu Gast. Hallo, servus. Schön, hallo. Dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Wir haben ein kleines Video für dich vorbereitet, das du wahrscheinlich in- und auswendig kennst, aber vielleicht drückst du trotzdem mal auf Play für uns. Aber wieder ein Offensiv-Rebound. Block von Green gegen Wade! Was für ein Monsterblock! Irre! Was für eine Verteidigungsaktion! Wie oft hast du das Video gesehen? Unmittelbar danach, glaube ich, jeden Abend. Aber es wurde so nach einigen Jahren immer weniger, immer weniger. Mein Sohnemann spielt jetzt seit 2 Jahren Basketball und der hat das Video auch entdeckt. Also es läuft dann bei ihm hin und wieder und dann höre ich das so im Hintergrund, dass dieses Video nochmal läuft. Also ihm gefällt im Endeffekt der Satz, er wurde gerupft, ja, von Buschi mehr als der Block, weil der redet nur noch von Rupfen. aber das wurde jetzt nach einigen Jahren immer weniger. Ja. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Hast du es realisiert während dem Spiel, dass du gerade Dwayne Wade geblockt hast? Habe ich. Ich habe mich auch gut gefühlt. Aber das Problem war, die sind im Ballbesitz geblieben. Ich glaube, wenn wir den Ball behalten hätten und wären in die Offense gegangen, dann hätte ich, glaube ich, ein bisschen gepostet oder hätte irgendwie noch ein Zeichen gesetzt. Aber irgendwie kam ich nicht dazu, weil die im Ballbesitz geblieben sind. Ja. Und das war natürlich das Blöde an der Aktion. Ja, wir sehen auch ganz schön da mit dir am Spielfeld Dirk Nowitzki. Und du bist ja einer, der sehr gut mit ihm befreundet ist. Erzähl uns doch ein bisschen so die Beziehung von dir und Dirk und wie er so ist als Mensch. Als Mensch ist er also sehr, sehr bodenständig. Also die Beziehung, wie es mit uns angefangen hat, war recht lustig. Ich habe eine Ausbildung in Aschaffenburg angefangen und bin von Aschaffenburg in Würzburg gegangen. Ich versuche es ein bisschen schneller aufzufassen. Und die Eltern vom Nowitzki, die haben mir damals geholfen, eine neue Ausbildungsstelle zu finden. Ich habe bei seiner Oma gelebt, die hat so eine Wohnung vermietet. Und so kam dieser ganze Zusammenhalt mit ihm und auch gleich mit seiner Familie. Die haben mich da in Würzburg willkommen und haben mich da wirklich geholfen, die ersten Jahre unterstützt. Aha. Und dann war das von Anfang an eher mit Robert Gary zusammen, meine Kumpels, meine Buddies. Und dann ging der Weg halt nach Würzburg noch weiter in der Nationalmannschaft. Und also man hatte von Anfang an schon gleich eine gute Beziehung. Hast du heute noch viel Kontakt zu ihm? Wir telefonieren nicht mehr so oft, aber jetzt mit WhatsApp. Man schreibt sich da jede Woche mal ein paar Sprüche hin und her. Er ist jetzt auch dreifacher Vater und man hält sich da auf dem Laufenden. Also wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr engen Kontakt, versuchen uns im Sommer auch immer zu sehen. Wir haben auch vom Geburtstag her ähnlich. Ich habe am 15.06., er am 19.06. Also wir versuchen dann auch, wenn es irgendwie geht, sich gegenseitig zu besuchen. Aber er ist natürlich, wenn er nach Deutschland kommt, so voll mit Terminen, dass es wirklich schwer ist. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben im Sommer, haben wir Tennis gespielt, da hat er mich platt gemacht. Also ich warte immer noch auf eine Revanche und das weiß er auch. Also wir versuchen es uns im Sommer immer zu treffen, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da sein Terminplan extrem voll ist. Dirk Nowitzki hat wahrscheinlich mit seinem 30.000. Punkt in der NBA einen seiner Höhepunkte gefeiert. Dein Banner hängt hier in der Halle. War die Meisterschaft 2014 hier einer deiner Höhepunkte oder der vielleicht? Der Höhepunkt dann für Karriereende, also das war auf jeden Fall ein guter Abschluss für mich. Ziel erreicht, endlich auch die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Ich habe vorher in vielen Vereinen gespielt, wo wir die deutsche Meisterschaft gewinnen wollten. Berlin, Bamberg, ich bin den Titel immer hinterhergerannt. Den Pokal konnte ich gewinnen. Mit der Nationalmannschaft haben wir einige Erfolge gefeiert. Aber zum Glück habe ich es noch, bevor ich aufgehört habe, es geschafft, die deutsche Meisterschaft dann auch hier zu gewinnen. Also von daher ist es natürlich ein Höhepunkt. Neben kann ich mir wirklich auch eine Karriere als Trainer vorstellen. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen deiner aktiven und jetzt als Coach, das Gleiche eigentlich mitzuerleben, Basketball? Ja, es ist auf jeden Fall viel zeitintensiver als Coach. Mhm. Ja, also als Spieler kommst du in die Halle, trainierst und gehst nach Hause und fertig. Du musst ja nicht großartig Gedanken machen. Kommt natürlich darauf an, wie der Spieler selbst ist. Als Spieler habe ich selber auch Video geschaut, analysiert, wie habe ich gespielt, was muss ich besser machen. Also ich habe schon neben den Trainingseinheiten viel Zeit investiert. Aber als Coach ist es was ganz anderes. Also man ist Stunden vorm Training, macht man sich Gedanken über das Training steuern, dann die ganze Zeit im Training, die du investierst, dann nach dem Training analysieren, was war gut, was war schlecht, was muss besser gemacht werden, Gespräche mit Spielern suchen, mit Trainerkollegen sprechen, Videoanalyse. Also man ist wirklich den ganzen Tag beschäftigt.
sich mit dem Sport auseinanderzusetzen. Letzte Frage. Also als Spieler bist du Titeln hinterhergelaufen, als Coach jetzt auch vielleicht. Was ist so dein großes Ziel jetzt für die Zukunft? Das nächste große Ziel im Basketball? Okay, das nächste große Ziel, ich meine, wir sind jetzt noch mit unserer U19 in den Playoffs. Also ist natürlich da ein Ziel, so weit wie möglich zu kommen. Final Four wäre natürlich schon ein großartiges Ziel, wenn wir das mit den Jungs schaffen, weil je mehr Spiele wir haben, desto mehr Trainingseinheiten haben wir. Und das ist halt von daher gut, dass du weiter die Spieler entwickeln kannst. Also das nächste große Ziel ist natürlich, mit unserer U19 so weit zu kommen wie möglich. Für mich persönlich von Jahr zu Jahr schauen, was es da gibt, was ich als Trainer erreichen kann. Also ich möchte natürlich in erster Linie, solange ich hier Jugendtrainer bin, die Jugendspieler fördern und nach vorne bringen, dass viele Spieler es schaffen in den Profikader in 1-2 Jahren. Also das ist meine Hauptaufgabe, auch mein Hauptziel, was ich mir gesetzt habe, dass ich später sagen kann, ich habe dem Spieler verholfen, Profi zu werden. Also das ist für mich Nummer eins. Für mich persönlich natürlich auch, als Spieler habe ich es geschafft, Nationalmannschaft-Titel zu holen und auch national. Und in langer Hinsicht möchte ich natürlich mal versuchen, das auch als Trainer zu machen, dass ich vielleicht später sagen kann, ich habe die deutsche Meisterschaft als Spieler und vielleicht sogar als Trainer gewonnen. Sehr schön. Dann sind wir gespannt auf das, was folgt. Du hast schon viel hinterlassen und danke, dass du bei uns warst. Dankeschön.